Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider 2013. Wir sind hier am Ende der Solari-Festung und wir klettern weiter, nachdem wir so einen Notdaffer gefunden haben. Und Munition für ihn haben. Okay, haben wir schon aufgefüllt. Wusste ich natürlich. Wir verschwinden jetzt irgendwo hin. Ich weiß nicht wohin. Okay, hier lang wahrscheinlich. Genau, unser aktuelles Ziel ist, glaube ich, zum Helikopter oder so zu gelangen. Oder zu unseren Freunden wieder? Weiß ich gerade gar nicht. Natürlich! Warum sollte er nicht alles anfangen? Festungssturm, okay. Also zum Glück können wir schnell klettern, was ich irgendwie gerade nicht so richtig sehe. Also gefühlt ist das so wie vorher. Ja, steigen dürfen sie schon. Sie sollten nur nicht wegfliegen. Okay, ich muss selbst laufen, wusste ich natürlich. Bin ich tot oder? Ja, ich muss mir ein bisschen Tasten spammen. Okay, ich konnte vorher gar nicht drücken, also ich muss einfach nur im Kreis machen. Ich habe nicht vorher auch schon F gedrückt. Okay, da bin ich einfach runtergerutscht, weil ich nicht springen konnte. Ja, ich wollte gerade nach links laufen, aber dieses Spiel. Ach, der fällt zu schnell. Meine Güte, nervig, okay. Vor allem mit der Kamera ist das auch so ein bisschen komisch. Weil es weit mitrutscht. Hätte ich da nochmal springen sollen? Da weiß ich ja wie bei der Lost und so, wie kommt da alles hin, aber nichts kommt zurück. Okay, nicht alles, aber so ein bisschen was. Da war gerade ein Fass. Oh Gott. Was zur Hölle passiert hier schon wieder? Natürlich haben die auch noch ganz viel funktionierende Kanonen hier. Von dieser alte. Die Schießpulver brauchen, was bestimmt auch immer noch trocken ist bei dieser Sturmregion. Weil sie auch so super lagern können hier. Sind wir ja schon wieder in dem gleichen Raum, in dem wir gerade losgegangen sind? Also es zerbricht ja gerade irgendwie alles. Na klar, eine Kiste mit Dynamit. Also, okay, das ist die, aber warum ist sie so groß? Gott, Alter, was ist denn das hier für ein Actionfilm? Okay, ich muss da nochmal selber hochspringen, wusste ich natürlich. Okay, da dass ich springen muss, musste ich nicht, diesmal ging es auch ohne. Der Helikopter kommt bestimmt gleich vor uns hochgeflogen. Ja. Ein bisschen weit weg, ne? Hätte ich da springen können? Jetzt muss ich springen. Muss ich eh drücken? Du hältst mich nicht fest, Ruff. Ey, wie können die jetzt mit diesen Katzen so verkacken? Chance. Sieh mal nach draußen. Wir können sie nicht zurücklassen. Ich habe es kaum bis hierher geschafft.
Natürlich. Ganz ehrlich, warum muss das jetzt immer hier passieren? Ich finde das nicht so ein cooles Feature. Das heißt Feature, also das Story-Element. Hey, alles was da runterkommt, oder alles was hier hinfliegt, stürzt ab und kommt runter. Wo ist eigentlich dein Bein? Lara. Kleinen Kuss gegeben. Na komm, Lara. Na komm schon, los! Da bist du. Da bist du. Na komm. Kurz tot gewesen, entspannt. Los, Lara. Da sind sie. Au. Warum hast du vor die andere Waffe ziehen können? Einfach kurz selber loslassen oder einfach an die abstützen und dann Waffe ziehen. Ich schaff das doch nicht ohne dich. Tut mir leid, Lara. Tut mir leid. Du schaffst das. Du bist eine Croft. Na, schau doch, Nyambur. Anstatt einfach kurz auszuweichen oder so. Nein. Nein. Bist du okay, Lara? Ob sie okay ist? Es geht hier immer nur um Lara. Na klar. Hast du vergessen, dass wir wegen ihr hier sind? Das ist nicht fair, Reyes. Du hast recht. Hätte ich nicht sagen sollen. Es ist nur... Ross. Was sollen wir nur ohne ihn machen? Lasst uns einen sicheren Ort finden und etwas vorbereiten. Er starb als Krieger. Und so soll er von uns gehen. Alle sehen super aus, Lara einfach komplett zerstört, dreckig und alles. Das alte PT-Boot am Strand. Das sollte ich wieder hinbekommen. Naja, also Versuch wär's wert. Es würde nichts nützen. Wir können die Insel nicht verlassen. Komm schon, Lara. Sag doch sowas nicht. Wir sollten jetzt gemeinsam sowas wie einen Plan spielen. Ihr versteht es einfach nicht. Keiner von euch. Irgendetwas lässt uns nicht gehen. Etwas? Lara, du solltest schlafen. Ich gebe ja zu, dass mich seltsame Dinge besonders interessieren, aber dieser Ort ist einfach zu viel. Ich verrecke nicht hier. Ich repariere das Boot und dann fahren wir. Du weißt, dass hier etwas nicht stimmt, Jonah. Ich kenne dich doch. Alles, was ich weiß, Jonah, ist, dass Logik an diesem Ort nicht zählt. Du denkst, deine Instinkte sind eine Schwäche, aber sie stärken dich. Vertrau ihnen. Wir brauchen dich. Der große Mann hat recht. Gib dir etwas Zeit, okay? Du weißt, wo wir sind. Komm runter, wann du willst. Ohne dich gehen wir nirgendwo hin. Nimm die hier. Hm.
habe schon erwartet, dass wir so Kimmerwaffen bekommen, so wie in Tomb Raider vorher, aber natürlich nicht. Wir kriegen nur eine. Du hast einen tollen Instinkt, Kleine. Du musst ihm nur vertrauen. Niemand geht. Die Stürme. Sie gehören zu der Macht der Sonnenkönigin. Sie verhindert, dass wir wegkommen. Ja. Im Kloster gibt es eine Ritualkammer. Wenn die Sturmwache sie beschützt, dann muss die Lösung, wie man die Stürme stoppt, dort drin sein. Ein versteckter Flusszugang. Das Boot. Damit kommen wir zwar nicht weg von hier, aber es kann uns zur Ritualkammer bringen. Haben wir so eine neue Pistole eigentlich? Jonah! Reyes! Verdammt! Bergwald. Kennen wir den schon? Nein. Rotkäppchensammlung. Sind das die Pilze? Okay, hier sehen wir noch ein Grab. 5 Geocaches, ein Lager. Ich hätte mit ihnen gehen sollen. Ja, hättest du, aber nicht so spät, ne? Neue Ausrüstung. Taktische Pistole. Cool. Natürlich kann man nicht zwei Tage besuchen. Lara, es tut mir leid. Ich habe dich in diese Lage gebracht. Ich hatte deinem Vater was versprochen, als ich ihn zum letzten Mal lebend sah. Dass ich dich aus Schwierigkeiten raushalten würde. Und was mache ich? Ich bringe dich mitten rein. Und jetzt kümmerst du dich um mich. Weißt du, du bist genau wie dein Vater. Er war klüger, weiser und stärker als alle anderen, die ich kenne. Und er gab nie auf, wie schwierig es auch wurde. Ich mache mir Sorgen um dich. Aber ich weiß, wenn jemand diesen Ort überleben kann, dann Lara Croft. Was auch passiert. Du sollst wissen, dass ich dich geliebt habe wie die Tochter, die ich nie hatte. Naja, du sollst eigentlich schon. Ich bin stolz auf dich. Aber du wusstest noch nicht. Ja, okay, eins haben wir anscheinend verpasst. Keine Ahnung, da ist ja eins offen. Und davor. Aber eigentlich habe ich eigentlich alles vorher geholt, ne? Das Einzige, was ich da... Ich habe einen Feuerteufel nicht und ich habe eins von den anderen Dingern nicht. Dann kam die Solarifest und das ist ja nur hier die Lager. Und ansonsten... Festungssturm habe ich eigentlich alles gemacht. Okay, hier... Oh, da fehlt nur ein Schalldämpfer. Hm. Aber wir können die Pistole verbessern, glaube ich. Dass wir einfach kein Pistolen-Upgrade bekommen, weil wir die erst jetzt... Eine Bergbesteigung. Oh Gott. Ich wünschte, sie hätten stattdessen mich getötet. Haben sie aber nicht. Ich bin hier, ich lebe und ich bin sicher, dass kein Boot oder Flugzeug uns von dieser Insel wegbringt. Zumindest noch nicht. Ich weiß, dass die Antwort etwas mit Hiniko und diesem Kloster zu tun hat. Ich muss etwas unternehmen. Ich muss dem ein Ende bereiten. Ja. Okay, die Pistole kriegt immer noch Upgrades und ich find's cool, dass wir jetzt einen Schalldämpfer haben. Einmal klar, der ist es nicht. Was hab ich jetzt schon mir angeguckt? Da. Der ist es nicht so super, also der macht ja weniger Schaden. Aber Schalldämpfer ist Schalldämpfer, ne? Glaube ich, steht auf eigentlich nicht richtig. Dieser chinesische Dolch ist sehr alt. Mein Vater hatte einen ähnlichen in seiner Sammlung, der aus dem Jahr 854 vor Christus stammte. Okay, ja. Sieht spannend aus. Okay, Bergwald, hier ist das nächste größere Gebiet. Okay, da ist Rotkäppchen. Sammlung, eins. Oder Rotkappensammlung. War schon doch vorher Rotkäppchen oder nicht? Ich habe übrigens gesehen, dass ich die hier noch töten muss und looten soll. Also Vögel. 10 Stück oder so. Haben wir ein. So, da ist noch Loot. Perfekt, nehmen wir mit. Ich find's gut, dass wir uns einfach umgucken können und das meiste schon sehen können. Okay, irgendwas habe ich hier schon mehr markiert dahin. Ich habe keine Ahnung was. Ah, da hinten ist ein Geocache wahrscheinlich. Gib mal her. So.
Da oben war gleich ein Vogel, den würde ich glaube ich erstmal ignorieren. Hier oben sind auch welche. Überleben das Ding, was soll ich hier mal schon wieder machen? Einfach nur die Viecher oder nur was Besonderes? Ich weiß nicht, ob ich anderen dann looten kann. Also wenn da oben einer sitzt, den ich hier anschieße, ob er dann da oben liegen bleibt, der runterfällt. Skillpunkt habe ich glaube ich nicht gehabt. Eine Axtexekution. Da könnte ich klettern. Da kann ich irgendwas machen. Wahrscheinlich eine Seilrutsche wieder zurück machen. Waren hier irgendwo Pilze oder sowas oder hatte ich die vorher schon aufgesammelt? Hier haben wir Loot. Ein bisschen Exekution von Amman. Skrupellos, Achievement erhalten. Das dürften die Exekutionen auch schon sein. Ich habe am Anfang recht viele gemacht. Ich glaube, man muss nur 10 Stück machen oder so. Ihr seht das Achievement sogar, das heißt, ich muss eigentlich gar nicht vorlesen. Aber ich mach's einfach, weil wieso nicht? Dann haben wir hier oben was zum Klettern. Pfeile brauchen wir aktuell nicht. Moment, dann müssen wir hier rauf. Ist hier das Grab schon? Nee, das Grab kommt erst noch. Error, meine Güte. Was gibt's hier oben Schönes? Achso. Einfach das hier. Hm. Das ist irgendwie cooler vorgestellt. Was bringt mir das? Also ich wirkt da mal wie so 2 Meter. Also wenn ich irgendwie mal... Also ist ja nicht schwer, die halt auszuschalten. Ich kann einfach mit dem Bogen nach und nach töten. Wieder irgendein Geocache wahrscheinlich. Ganz ruhig, Bruder. Hallo Freund. Da oben ist was. Komme ich da hin? Hm. Das weiß ich noch nicht. Hier kommt natürlich jetzt einer angemeldet. Da ist ein Grab. Hier ist das zweite Lager. Das war glaube ich knapp. Da sollen wir hin. Da können wir das wegsprengen. Ist das der Eingang zum Grab oder? So. Darüber kann ich nicht. Ich könnte da hinspringen. Ich glaube, hier ist doch was. Genau. Was habe ich denn gesehen? Dolch, wahrscheinlich ungefähr aus dem Jahre 100. Wie Dolch. Lange stranden Schiffe schon auf dieser Insel? Wahrscheinlich ein paar Tage, ne? Also, ja, Dolch in ganz vielen Anführungszeichen. Also er hatte Dolch vor, aber es ist mehr irgendein hübsches Ornament. Gut, ich will das jetzt eigentlich noch haben, aber ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Ah, vielleicht hier klettern oder so. Okay,
Gut, dass ich es noch schon aktiviert habe. Ich würde sagen, wir holen uns das Ding da oben noch. Ah, ich komme gar nicht hin. Ach, vielleicht kommen wir... Wahrscheinlich kommen wir hier einfach durch. Wenn wir das aufsprengen. Aber ich würde sagen, wir töten noch mal kurz die Leute und dann beenden wir noch den Part für heute. Also ich denke, hier oben das wegsprengen und dann können wir da durch und dann können wir da runter und können da raufspringen. Wie viel haben wir denn hier? Ein? Zwei? Drei? Okay, irgendwas habe ich noch gesehen. Ich glaube, die Pilze hier oder so. Okay, es sind keine Pilze, schade. Hat ja gut geklappt für die. Dann machen wir das ja noch. Komm, wir looten den kurzen Ort hier noch. Meine Güte, ich habe es Bock da drauf. Gibt es hier noch was anderes außer die Kiste? Ich denke mal nein, aber man kann ja nie wissen. Was haben wir denn hier auf der Karte noch? Hier haben wir noch ein Dokument drin, das hören wir uns noch gleich an. Und ich würde sagen, im nächsten Part machen wir das Grab und... Also erstmal machen wir das hier, holen uns das Grab dann und machen dann wahrscheinlich weiter mit der Story. Kurz mal umgucken, ob ich noch was sehe. Erstmal nicht. Ich glaube, upgraden können wir nichts. Und, ja, Skill? Bin ich mir nicht sicher, ich glaube nein. Okay, ein bisschen Blut noch. Kann ja nicht schaden. Krieger der Sturmwache, wir stehen heute am Beginn einer großen Veränderung. Die Flotte des Feindes, die auf unsere Küste zusteuert, wird die letzte sein, die je versucht, unser geliebtes Yamatai einzunehmen. Der Zorn unserer großen Sonnenkönigin wird einen gewaltigen Sturm herbeirufen und wir werden auf den Winden reiten und den Feind vernichten. Aber wir werden nach dem Sieg nicht aufhören. Mit einem neuen Tag wird das Licht unserer Königin sich über die Ozeane erstrecken und alle Länder erleuchten. Und während wir aus Yamatai in der Wärme ihres Glanzes baden, werden unsere Gegner brennen. Ja, klingt doch erstmal schön. Da fehlen uns nur drei Stück. Also wir sind noch nicht ganz am Ende, aber wir sind schon gut dabei. Und da habe ich was hingeschossen und hier hätte ich auch noch was machen können. Ich hätte auch hier von, also von da oben aus hätte ich auch noch hier schießen können. Oder da oben hin. Keine Ahnung. Genau, was war da vorne? War es Munition? Oder wollen wir das jetzt noch machen? Ich glaube, wir machen das jetzt noch, weil ich gerade einfach Lust dazu habe. Und das noch mit der Schrotflinte, genau. Weil dann haben wir das gemacht, weil ist ja einfach nur kurz hinspringen. Zack. Okay, wir müssen es nochmal machen, weil ich nicht weit mit Rutsch bin. Haben das nämlich Gegner gehört, dass ich geschossen habe? Oder warum kann man dieses Geräusch? Ich hier hoch? Oh ja, cool. Also, ja, ein bisschen blöd, dass ich hier gerade runtergerutscht bin. Jetzt wird sich den Part natürlich Masters, aber ich will halt ein bisschen Progress haben. Okay, das ging jetzt zum Glück. Weil ich möchte dann im nächsten Part halt mit dem Grab weitermachen. Und wenn ich dann das hier habe, dann muss ich das nicht nochmal machen. Und dann, ja, gefällt mir sogar besser. So, jetzt haben wir hier... Moment, hier ist noch einer. Komm, dann nehmen wir den anderen mit. Wenn ich das hinbekomme. Ich hab da keine Ahnung wie. Wie soll ich denn da raufkommen? Okay, gut. Ich glaube, das müssen wir doch im nächsten Part machen, weil ich wirklich ja keine Ahnung habe. Ich dachte, das ist easy gemacht, aber nein. Ach, Moment, doch, das hier runterziehen einfach, oder? Stimmt, das ist ja sowas. Ich dachte, ich muss mich da hochziehen. Okay, dann machen wir es doch noch. Ich dachte gerade, ich müsste irgendwie da. Also von irgendwie hier unten. Kann ich da einen Weg wieder runter machen? Boah, das ist es ja nicht. Wir wollen ja einfach nur das hier machen. Zack. Und dann haben wir das hier. Und dann würde ich sagen, haben wir aber soweit das meiste. Ich glaube, ich gucke kurz nochmal aus, ob ich da hinten was sehe. Und dann würde ich sagen, ich hoffe, es gefällt euch. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.